We have a wonderful tour to Israel. Liebe Freunde, wir haben eine wunderbare Tour nach Israel. Whoever is interested, wer daran interessiert ist, get this brochure, der sollte sich diesen Flyer holen. And as soon as possible, send this formular. Und so schnell wie möglich dieses Formular hier. All information is here. Zurücksenden. Sind alle Informationen drauf? I promise you not a hectic tour. Und ich verspreche euch, es wird keine hektische Tour. Although you have to bring good shoes, you cannot walk in these kind of boots. Obwohl ihr gute Schuhe, ordentliche Schuhe mitbringen müsst, nicht solche hier. That's only me. Das darf nur ich. I just like cowboy boots. Ich liebe Cowboy-Stiefel. Yeah. So, this brochure. We are family of God and we will enjoy the land of Abraham. Wir sind eine Familie, die Familie Gottes, und wir wollen uns an dem Land Abrahams erfreuen. We will learn in Israel how to hear God's voice. Und in Israel werden wir lernen, wie wir die Stimme Gottes hören können. And these meetings are just introduction to it. Und diese Versammlungen hier sind Einführungen dazu. Preparation. Vorbereitungen. We are getting ready for this. Wir bereiten uns darauf vor. Why? Warum? How? We have to get rid of all kinds of junk that we have accumulated in our life. Wir müssen einfach den ganzen Müll loswerden, den wir unser ganzes Leben lang gesammelt haben. Abraham heard God because he was junkless. Junkless. Abraham konnte Gott hören, weil er mülllos war. That's how it is. God doesn't speak in confusion. Gott redet nicht in Verwirrung. He speaks in peace. Sondern im Frieden. Perfect peace. In vollkommenem Frieden. Perfect peace. That's when he speaks. That's when he instructs us, teaches us. Dann spricht er und dann lehrt er uns. Because he's not in the business of bringing you down. Denn er ist nicht damit beschäftigt, uns niederzumachen. Because he is not down. Denn er ist auch nicht unten. He's above. Er ist oben. He's in the business of bringing you high. Er ist damit beschäftigt, uns hochzubringen. Because our humility is only an empty vessel that can be filled with something higher than just the self. Unsere Demut ist ein Gefäß, das er füllen kann mit etwas Höherem als dem eigenen Ego. If the Lord leads you to support this ministry, wenn der Herr dich dazu leitet, diesen Dienst zu unterstützen, doesn't matter what amount, as long as we have a covenant with you, egal mit welchem Betrag, es ist nur wichtig, dass wir einen Bund haben. Then you'll receive the ein Brief der Ermutigung. Dann werdet ihr diese Briefe der Ermutigung yes. bekommen. And they now we send them every 2 months. Die werden jetzt alle 2 Monate verschickt. So that you have the richer food. Damit ihr ein reicheres Essen habt. And people are hungry for the next and for the next. Die Menschen haben immer Hunger nach dem nächsten Brief. Because there's always something new, something more precious. Das ist immer etwas Neues, etwas Kostbares. He knows your progress. Gott kennt deinen Fortschritt. So he will not repeat himself. He will not give you something old and stale. He will always give you something new. Und deswegen wird er sich nicht wiederholen und dir etwas Altes geben, etwas, was schon vergammelt ist, sondern immer etwas Neues. And if somebody new comes, und wenn jemand Neues kommt, and meets or you meet somebody or you introduce somebody to the ministry, then you can already explain to them what you have learned. Wenn jemand Neues kommt oder wenn du jemanden Neues kennenlernst, dann kannst du diesen Menschen erklären, was du alles bereits gelernt hast. That's an express growth. Das ist dann ein Expresswachstum. Yes. What takes me 20 years, you can learn like this. Was ich 20 Jahre lang lernen musste, das könnt ihr mit einem Fingerschnipp lernen. You see, that's a sacrifice of a minister. Das ist das Opfer eines Dieners. And that's a free gift of God to you. Und das ist ein Geschenk Gottes an euch. Would you like to say this word, express growth? Würdet ihr mal sagen, Expresswachstum? All right, if you forget everything else, don't forget this. Wenn ihr alles andere vergesst, vergesst dieses Wort nicht. So remember, this is for this. We send the Pearland news perhaps once or twice a year to all people. Ein oder zweimal im Jahr bekommen alle, die in unserer Mailingliste sind, diese Perlenbriefe. Besides this, we also have a missions report that our friends Lutz and Bettina.
Und in diesen Briefen ist dann jedes Mal auch ein Missionsbericht, den unsere Geschwister in Bettina verfassen. But besides this, they also sent missions. More than this? I don't know. Besides this, they also prepare. Also auf alle Fälle sind in diesen Perlenbriefen immer die Berichte drin, und ich denke, dass sie sie auch an die unterstützen, noch extra Would schicken. Would you please tell a little bit about this? Just in short, because you know this. Ja. In dem letzten Perlenbrief, ich weiß nicht, habt ihr die alle bekommen? Ja? Da ist auf der allerletzten Seite etwas über ein neues Pfingsten zu lesen. Und ich denke, das betrifft nicht nur Deutschland, sondern es betrifft alle deutsch sprechenden Nationen. Wir haben uns irgendwann unterhalten, warum das in Deutschland oder in Europa, in deutsch sprechenden Europa überhaupt so schwer ist. Warum es so schwer ist, etwas Neues hierher zu bringen. Und wir sind darauf gekommen, dass Gott sich aus diesen Ländern einfach zurückgezogen hat. Und warum, wusste niemand so richtig, bis irgendwie wir darauf kamen, dass es 1909 eine Erklärung gab, die Pastoren und Gemeindeleiter verfasst haben, die in Berlin dann veröffentlicht worden ist. Und in dieser Erklärung heißt es, dass die aufbrechende Erweckung, die aus den Vereinigten Staaten, aus Los Angeles kam, dass die von unten ist, von Dämonen inszeniert ist. Und das hat den Heiligen Geist ganz furchtbar betrübt. Und aus diesem Grund hat der Heilige Geist sich aus Deutschland und aus den deutschsprechenden Ländern so weit zurückgezogen, nicht weil er beleidigt ist, nicht weil er uns bestrafen will, sondern weil er uns schützen will. Weil wenn er sich nicht zurückgezogen hätte, dann hätte es einmal wusch gemacht und dann wäre nichts von diesen Ländern mehr übrig gewesen. Wenn wir den Heiligen Geist betrüben, dann kann er nicht anders. Das beste Beispiel ist Ananias und Sapphira. Dann ist die Folge davon einfach tot. Und damit wir nicht sterben müssen, hat er sich ganz schnell zurückgezogen. Aber jetzt ist die Zeit, wo uns das schmerzlich bewusst wird, und deswegen müssen wir einfach etwas tun. Und wir haben einen Verein gegründet, eine Initiative gegründet. Wir haben ihr den Namen Ein neues Pfingsten für Deutschland gegeben. Und wir wollen so viele Gemeinden und Gemeindeleiter versammeln, dass wir diese Länder vor Gott wirklich repräsentieren können. Wir haben da gedacht an die Zeit, als Mose es zu viel wurde, dem ganzen Volk vorzustehen. Und Gott hat zu ihm gesagt, er soll sich 70 Älteste suchen, die in der Lage und willens sind, dem Land vorzustehen. Und wir denken, dass wir mindestens 70 Gemeinden brauchen, die in der Lage sind, als Älteste zu fungieren, und dass wir mit diesen mindestens 70 Gemeinden zusammen eine Erklärung verfassen wollen und dann öffentlich proklamieren wollen, was an dieser Berliner Erklärung falsch gewesen ist, was die Sünde ist, und dass wir das widerrufen und Gott bitten, dass er wieder nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz zurückkommt. Mhm. Und jetzt sind wir dabei, dass ich die Gemeinden suche, und wenn irgendjemand eine Gemeinde weiß, eine größere Gemeinde, die dafür offen sind, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Und dann werde ich this letter and also give it to them. Es wird das ist nur eine Zusammenfassung hier. Es gibt eine Internetseite, neues-pfingsten.de. Die steht hier auch drauf. Die Internetadresse ist hier drauf. Dort gibt es auch noch viel mehr Informationen. Die möchte ich euch nicht alle vorwegnehmen. Könnt ihr selber lesen. Ganz interessante Dinge, auf die wir da gestoßen sind. Zum Beispiel, was der Ursprung der deutsch sprechenden Völker ist, wo die herkommen. Ganz interessant. Kann aber selber suchen, selber graben. Ja, da gibt es dann auch eine Broschüre noch zum Herunterladen, oder ich kann die auch den Leuten schicken, mit der ihr dann selber auch zu Gemeindeleitern gehen könnt, oder ihr könnt auch mich fragen, ob ich da hingehen würde und die einladen von Menschen, Gemeinden und Gemeindeleitern, die offen dafür sind, die das verstehen können. Thank you. How many of you speak English? Wer kann Englisch? You read in English? Kannst du auch Englisch lesen? So we have a book that
War in a Bottle, but it speaks about this peace. Wir haben hier ein Buch in Englisch und der Titel des Buches ist Krieg in der Flasche, aber es geht um Frieden. And I've been on television, I've been on the radio interviews several times in the States. Und ich habe in den Vereinigten Staaten Fernsehinterviews gegeben und Radiointerviews. And immediately they were asking, said, why war in a bottle? Und sie haben mich immer gefragt, warum Krieg in der Flasche? I said, to resolve the bottled up issues. Und ich habe gesagt, das ist dazu da, um die in uns verschlossenen Probleme zu erledigen. And in English it is bottled up. Im Englisch kann man das sagen, in der Flasche eingesperrt, verkorkt vielleicht, eingekorkt. So, like a champagne, you can imagine, right? So, get uncorked. So wie ein Sekt oder ein Champagner, wenn der Korken weg ist, dann kommt alles raus. Fresh off the press, right? Ja, frisch aus der Presse. Ein Gott namens Theologie. So, get out from theology and embrace the living God, not man's God, not theological God. In diesem Buch geht es darum, dass man aus der Theologie über Gott, dem Wissen über Gott herauskommt und den Gott, der lebendig ist, umarmt. Perhaps you have heard about Jesus. Vielleicht haben wir schon über Jesus gehört. But you have not met Jesus yet. Aber du hast Jesus vielleicht noch nicht getroffen. You will have to meet with Jesus. Du solltest, könntest, dürftest diesen Jesus treffen. You can come to the front and give your life to Jesus today if you don't know him. Du kannst nach vorne kommen und Jesus dein Leben übergeben, wenn du ihn noch nicht kennst. But you can read this booklet and do it yourself in your bedroom. Aber du kannst es auch dieses Buch lesen und kannst es ganz für dich alleine machen. And you will know that you are not only saved, that you are born again. Und dann wirst du wissen, dass du nicht einfach nur gerettet, sondern wiedergeboren bist. How many of you know the difference between being saved and born again? Wer von euch kennt den Unterschied zwischen gerettet und wiedergeboren sein? Ja? Sure, raise your hands. Okay. How many of you don't know? Und wie viele wissen es nicht? Und was ist mit den anderen? Everybody knows. So, you say what you know. What's the difference? Was ist der Unterschied zwischen gerettet sein und wiedergeboren sein? Wenn man gerettet ist, dann ist man vor dem Zorn Gottes errettet. Jesus rettet uns vor dem Zorn Gottes. Und wenn man wiedergeboren ist, dann empfängt man den Heiligen Geist und wird aus diesem Heiligen Geist ein neues Leben empfangen. No. Nein. You don't know. Ich weiß es nicht. When you are saved, your name is written in the book of life. Wenn du gerettet bist, steht dein Buch im Namen des dein Name im Buch des Lebens, so rum, is registered. Du bist registriert. Of course, Gerd is right. You're saved from the wrath to come. Natürlich war es richtig, dass wir von dem Zorn Gottes errettet sind. But the number one is that your name is written in the book of life. You're saved. Das Wichtigste ist, dass dein Name im Buch des Lebens steht, dass du gerettet bist. Being born again means you are changed on the ground. Und wenn du wiedergeboren bist, dann wirst du auf dieser Erde verändert. You are reborn. Dann bist du wiedergeboren. Your train was going this direction and now your train is going that direction. Erst bist du in die eine Richtung gefahren und dann geht der Zug deines Lebens in eine andere Richtung. That's the difference. Das ist der Unterschied. Most Christians are saved, but they are not born again. Die meisten Christen sind gerettet, aber sie sind nicht wiedergeboren. Then comes the second birth. Es gibt dann noch eine weitere Geburt. And this is what we are dealing with, being born of the Spirit and water. Das ist das, worum es uns hier geht, dass wir aus Geist und Wasser geboren sind. Washed with the Word of God. Mit dem Wort Gottes gewaschen werden. And we are taught by the Holy Spirit. Und vom Heiligen Geist. The truth. Und vom Heiligen Geist gelehrt werden. Er lehrt uns die Wahrheit. And he seals us with the truth. Und er versiegelt uns mit der Wahrheit. That's water speaks of the Word of God and the Spirit of the Holy Spirit. So the Word of God has to be taught by an anointed vessel of God. Das Wasser spricht von dem Wort Gottes, das uns wäscht, und dieses Wort muss von einem gesalbten Gefäß Gottes gelehrt werden. Not everybody is called to be a teacher. Not everybody is called to be a prophet. Not everybody is called to be an apostle. Not everybody is called to be a pastor. Not everybody is called to be an apostle. Nicht jeder ist dazu berufen, ein Apostel oder ein Lehrer oder ein Prediger zu sein. Yeah. But
Those who are, aber wer dazu berufen are ist, anointed for this. Wer dazu gesalbt ist, I wish no one to be anointed for that kind of ministry. Ich wünsche niemanden, dass er für einen derartigen Dienst gesalbt wird. It's a trouble. Denn das ist nicht besonders schön. You bang your head against walls. Du stößt mit deinem Kopf immer an Wände. You are under a rain of bullets. Du bist in einem Kugelhagel. They are shooting and cursing you. Und die schießen Flüche auf dich ab. And you live with this. Und damit musst du leben. And you have to overcome this. Und das musst du überwinden. Many try to kill you. Viele versuchen dich dann umzubringen. It's not a rosy thing, as it seems, because somebody stands in front of you and shares the word of God. Das ist nicht so eine rosige Sache, wie sich das manchmal so anschaut, dass jemand hier vorn steht und schöne Worte verliert. Jesus says they will hate you just as they hated me for no reason. Jesus sagte, sie werden euch hassen, so wie sie mich gehasst haben, und zwar ohne jeden Grund. So we don't wish it to anybody. Und deshalb wünsche ich das niemandem. The third birth is when you're born of the Spirit. Und die dritte Geburt ist, wenn du aus dem Geist geboren bist. And then you don't have to run to your pastor saying, is this right? Und dann musst du nicht mehr zu deinem Pastor rennen und fragen, ist das richtig, was hier steht? No one knows where you come from and no one knows where you go. Dann weiß niemand mehr, wo du herkommst und wo du hingehst. You no longer belong to the crowds, you're not mixing with anybody, you are an individual. Dann gehörst du nicht mehr zu den Massen und vermischst dich mit ihnen, sondern du bist ein Individuum, etwas Persönliches. There's nothing to do with are you wrong or are you right? Und da gibt's dann nicht mehr die Frage, ist das falsch oder richtig? You're born of the Spirit and you're like wind. Du bist dann aus dem Geist geboren und du bist wie Wind. And no one knows, secret. Und niemand kennt dich, du bist ein Geheimnis. Oh, what a wonderful state that is. Das ist ein wunderbares Stadium. Like Philip. So wie Philippus, was like wind. Der wie Wind war. He was a fast traveling evangelist. Er war ein ziemlich schnell reisender Evangelist. The Spirit of God picked him up and dropped him somewhere else. Der Geist Gottes hat ihn genommen und irgendwo anders wieder abgesetzt. Nothing established, nothing traditional, something unusual, something new. Da ist nichts Etabliertes, nichts Normales, sondern das ist alles ungewöhnlich und neu. This book was just printed and it's about göttliche Diagnose. In diesem Buch geht es um eine göttliche Diagnose. Once you get born again, wenn du wiedergeboren bist, then you will be able to critically examine yourself. Dann wirst du in der Lage sein, dich selbst kritisch zu betrachten. Nobody wants to be critical against itself. Niemand ist gerne selbstkritisch. But there are book critics. Aber es gibt Buchkritiken. Yeah. It's a job. Das ist ein Job, eine Arbeit. And no author wants to be criticized. Und kein Autor möchte an so einen Kritiker gelangen. This book is written for self-analysis, self-criticism. Aber dieses Buch ist geschrieben, um sich selbst zu analysieren, sich selbst zu kritisieren. Finding the real you. Und das wahre Ich zu finden. So you have to take this godly stethoscope and put it to yourself and hear what's inside. Du kannst dieses göttliche Stethoskop nehmen und es an dich selbst anlegen und hören, was in dir los ist. Read it once, three times, even seven times if you need to. Du kannst es so oft lesen, wie du es brauchst. Step on the highway of holiness, get higher. Und dann auf die Schnellstraße der Heiligkeit treten. And all of this is opened up through repentance. Und all das beginnt mit Umkehr, mit Buße. Then once you have listened to yourself, you have to get reformed. Und wenn du dir dann mal selbst zugehört hast und dich selbstkritisch eingeschätzt hast, dann kannst du reformiert werden. And that is the last book before Jesus comes. Und das ist das letzte Buch, bevor Jesus wiederkommt. This is only for the wise virgins. Dieses Buch ist nur für die weisen Jungfrauen. Foolish virgins should not even read it. Die dummen Jungfrauen sollten es vielleicht lieber nicht lesen. But they will not read it because they are foolish already. Aber sie werden es zum Glück auch nicht lesen, weil sie schon dumm sind.
Only the wise ones will read it. Nur die Weisen werden es those lesen. Those who do not care about these things, they will not even reach for it. Wer wem das nichts ausmacht, wer das nicht braucht, der wird sich auch nicht danach ausstrecken. Did you know that Pope Benedict has this book? Wisst ihr, dass der ehemalige Papst Benedikt dieses Buch gelesen hat? In the middle of the night, the Lord said to me, he read this book. He's my child. Mitten in der Nacht hat Jesus, hat Gott zu mir gesagt, der Papst hat dieses Buch gelesen und er ist jetzt mein Kind. I woke up my wife and I was trembling, crying. Ich habe meine Frau aufgeweckt, ich habe gezittert und geweint. Says he's a child of God. Und habe gesagt, er ist ein Kind Gottes. Shortly afterwards he abdicated. Und ein paar Wochen später hat er seinen Dienst aufgegeben. Did this book have anything to do with this? Yes. Hat dieses Buch etwas damit zu tun? Ja. Now he is perhaps secretly educating the new pope. Und vielleicht ist er jetzt gerade dabei, den neuen Papst darüber zu lehren. And you will hear about this. Und wir werden davon hören. You will see. Ihr werdet sehen. So that's how important this is. So wichtig ist dieses Buch. Also, this brings us to the next point. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. We have also God gave us two commissions. Send this book to every pastor, German-speaking pastors. Gott hat uns zwei Gebote gegeben. Wir sollen dieses Buch zu jedem deutsch sprechenden Pastor schicken. And send it to the Pope. Und dem Papst. So Pope has it. Now the next thing is, I am investing all the money that I have in this to send to every speaking German-speaking pastor. Der Papst hat das Buch bereits und jetzt investiere ich alles darin, dass jeder deutsch sprechende Pastor dieses Buch bekommen kann. It is like the last chance. Es ist wie die letzte Chance. Whatever we have left of these books, was von diesen Büchern noch übrig ist, we will send it at our own expense, free, with a letter of introduction. Also alle übrig gebliebenen Bücher werden wir mit einem Brief, der das Buch einführen soll, auf unsere eigenen Kosten schicken. It will be a letter that is going to invite them to it, introduce to them, you know, will be kind of dancing, prancing around them. Es wird ein Brief sein, der das Buch vorstellt und der versucht, auf die Bedürfnisse dieser Pastoren einzugehen. To ask the Lord to pray about it. Dass wir sie bitten, dass sie den Herrn fragen, because ob sie das vielleicht lesen sollen. If they do pray and if they do ask the Lord will not say, don't read it. Denn wenn sie den Herrn fragen werden, ob sie das lesen sollen, wird der Herr definitiv nicht sagen, dass sie das nicht machen sollen. That's all they need to do. Das ist alles, was sie machen müssen. He's our boss. It's not men's work, it's God's work. Er ist unser Chef und das ist kein Werk der Menschen, sondern sein Werk. So right now we are collecting all the addresses from churches from 200 members up. Und jetzt sind wir dabei, alle Adressen zusammenzutragen von Gemeinden, die 200 und mehr Mitglieder haben. So the biggest ones who have in thousands will get this book first. Und die größten Gemeinden werden dieses Buch zuerst bekommen. So if you want to contribute anything for this project, und wenn ihr mit an diesem Projekt mitwirken wollt, etwas dazugeben wollt, anything that you can put in it, we can put this fund aside, so we can really have the costs covered and then the reformation will start. Dann werden wir das beiseite legen für den Augenblick, wenn die Bücher verschickt werden, dass dann die Kosten getragen werden können. Imagine. Stellt euch mal vor. The Pope appoints all the archbishops to read it. Wenn der Papst allen Erzbischöfen verordnen würde, dass sie dieses Buch lesen müssen. And they begin to do this, they begin to read it and teach it. Und wenn sie das tatsächlich lesen und dann anfangen, das zu lehren. That's exciting, huh? Well, don't lose that excitement. Das ist begeisternd und diese Begeisterung. This excitement is holy. Pray about this. Diese Begeisterung dürfen wir nicht verlieren, denn das ist eine heilige Begeisterung. Don't mix it with doubt. Keep und that excitement alive. Vermischt sie nicht mit Zweifeln, sondern haltet diese Begeisterung am Leben. Das ist noch etwas, was Gott mir gezeigt hat, wenn wir, das ist ja in einer Linie mit dem neuen Pfingsten, wenn wir so ein Werk anfangen, dann müssen wir das ohne jeden Zweifel tun. Es darf keiner zweifeln daran. Jeder Zweifel daran wird es irgendwie zerstören. Also wenn wir anfangen, dann ohne jeden Zweifel. Oh, Isaiah 48,
Jesaja 48, Vers 6 und 7. Vers 6 und 7. Kollekte. Später. Okay, after the word, in the break. You have heard, look at all this, and you will, and you, will you not declare it? I proclaim to you new things from this time, even hidden things which you have not known. They are created now and not long ago, and before today you have not heard them, lest you should say, behold, I knew them. Du hast alles gehört, was du nun siehst. Wollt ihr es nun nicht eingestehen? Von nun ab lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, was du bisher noch nicht wusstest. Denn erst jetzt ist es geschaffen worden und nicht schon vor langer Zeit. Und vor dem heutigen Tag hast du noch nichts davon gehört, damit du nicht sagen kannst, ich hab's doch schon gewusst. God doesn't like it. He said, oh, this is not new for me. I already heard it. Gott mag das nicht, wenn du sagst, ach, das ist gar nicht neu, das habe ich schon gehört. That's tradition, that's already. Das ist Tradition, das kennen wir schon alles. Religious. He says, today I create something new. Today I'm giving you something new. Gott sagt, heute schaffe ich etwas Neues. Heute gebe ich euch Neues. Don't you dare to say das ist falsch. Getraut euch nicht zu sagen, das ist falsch. Against what canvas? Against what backdrop? Denn wogegen könnte es falsch sein? How can it be false? Against what? Gegenüber was könnte es falsch How sein? How do you know what is false? Woher willst du wissen, was falsch ist? When God creates something brand new, everybody can cry, this is false. Wenn Gott etwas völlig Neues schafft, kann jeder sagen, das ist falsch. Religion is trying to protect itself, that's why it cries false. Die Religion versucht, sich selbst zu beschützen, deswegen schreit sie falsch. The worst demon there is, it's the demon of religion. Und der schlimmste Dämon, den es gibt, ist der Dämon der Religion. And many people are possessed with that demon. Und viele Menschen sind davon besessen. And they don't know it. Und die wissen es nicht mal. It's a demon. Denn es ist ein Dämon. It's something that stinks in God's nostrils. Etwas, was in der Nase Gottes stinkt. It is the same religion like Voodoo or Macumba or other religions. Und es ist die gleiche Religion wie Voodoo oder Macumba oder irgendeine andere Religion. Rituals, observances. Rituale und etwas, was man beachten und Worshiping tun muss. Something in blindness. Etwas in Blindheit anzubeten. And if someone wants to shine the light, und wenn jemand Licht da hineinbringen möchte, then though this demon says, falsch! Dann sagen diese Dämonen, das ist falsch. You understand it? Versteht ihr? This is the direct and strong word to you. Das ist ein direktes und mächtiges Wort an euch. In order to set you free. Um euch freizusetzen. Because we are not dentists, we don't pull teeth. Wir sind nämlich nicht Zahnärzte und wir ziehen keine Zähne. How would you like a dentist to try to pull that one tooth out of your mouth for 3 days? Wie wäre es, wenn ein Zahnarzt, oder kannst du dir vorstellen, ein Zahnarzt versucht, einen deiner Zähne 3 Tage lang herauszuziehen? And at the end says, I couldn't do it. Und am Ende sagt er dann, ich hab's doch nicht geschafft. If the demon of religion is stronger than the word that I bring, wenn der Dämon der Religion stärker ist als das Wort, das ich bringe, then I better fold up and go now. Dann sollte ich jetzt aufhören und gehen. And go somewhere else. Und irgendwo anders hingehen. Where that demon doesn't oppose me. Wo dieser people Dämon nicht gegen mich people ist. People cooperate with that demon. Die Menschen kooperieren mit diesem Dämon. It's an unclean, dead spirit. Aber es ist ein unreiner, toter Geist. Because religion constantly looks back and back, and that's demonic. Denn die Religion schaut immer zurück und ausschließlich zurück, und das ist dämonisch. Giving no room for new wineskins and for new wine. Und sie gibt dem neuen Wein und den neuen Weinschläuchen keinen Raum. God says, behold, I create all things new. Und Gott sagt, siehe, ich schaffe alles neu und ich mache es jetzt neu. Why do you look back? Warum schaust du zurück? Don't you know that after you put your hand to the plow and look back, you will not fit into the kingdom of God? Weißt du denn gar nicht, dass wenn du die Hände an den Pflug legst und dann zurückschaust, du nicht geschaffen bist für das Reich Gottes? Only adults
can decide to be like children. Nur Erwachsene können sich entscheiden, wie ein Kind zu sein. Children cannot decide to be like the adults. Oh yes, when they grow up, they begin to smoke because the adults do that. Ein Kind kann nicht entscheiden, ein Erwachsener zu sein. Wenn sie größer werden, dann versuchen sie natürlich, wie Erwachsene zu sein. Sie fangen an zu rauchen, weil Erwachsene machen das. Yeah, drink beer because the Bier trinken, weil das machen Männer. But that's plastic. That's artificial. Aber das ist künstlich. It doesn't work. Das funktioniert so nicht. Children cannot be adults. Ein Kind kann kein Erwachsener sein. But an adult can decide to be childlike. Aber ein Erwachsener kann sich entscheiden, wie ein Kind zu sein. And that is every day. Und das kann er jeden Tag tun. Unless you be converted, become like children, you will never enter heaven, the kingdom of God. Wenn du nicht wie ein Kind wirst, wenn du nicht dich wie in ein Kind verwandelst, dann kannst du nicht in das Königreich Gottes hineinkommen. How would you like a lot of children sitting here and I'm preaching to them and they are screaming, false! Wie wäre es, wenn hier eine Reihe Kinder sitzen würde und ich würde ihnen predigen und die schreien, falsch! Impossible. Das ist unmöglich. Is God opening up some flaps in your mind? Macht Gott da ein paar Öffnungen in deinem Gehirn? I have 7 keys for you and we went through them already. Ich habe 7 Schlüssel für euch und wir haben schon angefangen. But first of all, I was just training my mind to remember these 5 verses that I said to you on the first day. This is the foundation of this message. Und ich habe überlegt, was waren die ersten Verse, die ersten 5 Verse, die ich am ersten Abend euch gesagt habe. Denn sie sind die Grundlage. Let's see if I remember. Wir wollen mal sehen, ob wir uns daran erinnern können. The first one was Ephesians 4. Der erste verse, war no, Philippians 4, verse 7. Philipper 4, Vers 7. Which speaks of? Wo es geht um? No, Philippians 4, 7. That the peace of God that surpasses all understanding should guard you. Dass der Frieden Gottes, der höher ist als alles Verstehen, uns leitet. So means the peace that surpasses all understanding. Der Frieden, der über jedes Verständnis hinausgeht, is the perfect peace. Ist der vollkommene Frieden, right? That leads us to Isaiah 26, verse 3. Das bringt uns zu Jesaja 26, Vers 3. He whose mind is stayed on the Lord, on God, God has responsibility. Wer sein Denken auf den Herrn richtet, für den übernimmt Gott die Verantwortung. To keep such person in perfect peace. Solche Menschen in vollkommenem Frieden zu erhalten. Now, a peace that surpasses all understanding. Der Frieden, der alles Verständnis übersteigt. Is glued to the Lord, so to speak. Wer der an dem Herrn klebt, sozusagen, he then takes responsibility, und dann nimmt der Herr die Verantwortung, to keep you in that perfect peace, dich in diesem vollkommenen Frieden zu erhalten. No matter how many troubled messages and news come your way, you have perfect peace. Egal wie viel schlimme Botschaften oder Nachrichten du erhältst, du hast vollkommenen Frieden. You flip on television, watch the news, bad news is coming. Wenn du den Fernseher einschaltest und schlechte Nachrichten verbreitet werden, that's the world. Das ist die Welt. It's nothing to do with me. Das hat nichts mit uns zu tun. The government will tell you that all the unemployment is higher, the economy is bad, money. Die Regierung sagt vielleicht, die Arbeitslosigkeit nimmt zu und die Ökonomie schwindet. Es geht immer ums Geld. Well, you're not of the world. You're in it, but not of it. Aber wir sind nicht von der Welt, sondern wir sind nur in der Welt. You are a peacemaker. Wir sind Friedensstifter. And peacemaker has the perfect peace. Und Friedensstifter haben den vollkommenen Frieden. The third verse was die dritte Stelle about Solomon, 2 Chronicles 22. Ging es um Salomo in 2. Chronik 22? Verse 9 and 10 and 12. Ich glaube 9, 10 und 12. Where God says, and I'll give rest to you. Wo Gott sagt, ich gebe dir Ruhe. And I'm raising up a new king, whose name will be Shlomo. Und ich werde einen neuen König erwecken und sein Name wird Shlomo sein. Which means peace. Das heißt Frieden. And I'll give you peace on every side.
Und ich werde dir in alle Richtungen Frieden geben. And that's what happened during the reign of Solomon. Und das war während der Regierungszeit von Salomo 40 Jahre lang. 40 years David ruled and his son Solomon also 40 days. 40 David years. Regierte 40 Jahre und auch sein Sohn Salomo regierte 40 Jahre. And he was smart. Und er war schlau. He married the daughters of the enemy kings. Er hat sich von jedem der feindlichen Könige ringsumher eine Tochter als Frau genommen. And they were family. Und dann waren sie eine Familie. Schlau. That's how it worked. And so during his reign, Israel was rich, the kingdom was glorious, and there was peace. Glory and peace comes together. Und solange er regierte, ging es den Israeliten gut. Das Königreich war herrlich und sie waren reich. The first key was to let go. Der erste Schlüssel war, gehen zu lassen, loszulassen. To not see any rights. We have no rights. We are guests on this earth. We are born by grace. We live by grace. Keine eigenen Rechte zu haben und durchzusetzen, sondern wir sind Gäste auf dieser Erde. Wir sind aus Gnade geboren. It is the keys. To how to keep the perfect peace in our life. Das sind die Schlüssel, wie wir vollkommenen Frieden in unserem Leben haben können. 3 is attachment. Don't get too attached to the physical things. Der dritte Schlüssel ist keine Abhängigkeit von irdischen physischen Dingen. If you puts in something, says, "Oh, I love this piece of furniture so much." When somebody comes and takes it away, woo, you lose your peace. Wenn du dein Möbel oder vielleicht dein Auto so sehr magst, dass du es immer nur putzt und wie ein Heiligtum hältst und dann kommt eine Beule ran, dann ist dein Frieden weg. Or you're cooking for your husband and he says, good, it's good, it's good. Every day you cook for your husband. Oder wenn du jeden Tag für deinen Ehemann kochst und er immer sagt, das ist gut, das ist gut. And suddenly the Lord takes him away. Und wenn der Herr ihn dann auf einmal wegnimmt, where's my husband? Wo ist mein Mann? And I wish that I could repeat the same pleasure again. Und ich wünschte mir, dass ich dasselbe Vergnügen immer wieder hätte. You are attached. Dann bist du abhängig. You cannot be even attached to your spouse. Du kannst nicht mal abhängig von deinem Ehepartner sein. Because if they are taken, denn sie könnten einmal weg sein. Your perfect peace is gone. Und dann ist dein vollkommener Frieden auch weg. And then you're totally destabilized. Und dann bist du völlig instabil. So that means you have to exercise your mind already now to not be attached. Das heißt, du musst jetzt schon dein Denken trainieren, dass du davon nicht abhängig bist. Some men get sick with love for a woman, they cannot ever let go of the woman. I said, oh, you fool. Manche Männer werden liebeskrank, weil sie irgendeine Frau lieben und sie können sie einfach nicht loslassen. Und ich sage dann, du bist ein ganz schöner Dummkopf. They cannot see anything beyond the woman. Sie können nichts anderes sehen als diese Frau. And some women like it. Und das lieben manche Frauen. But they don't want to marry him. Aber sie wollen ihn trotzdem nicht heiraten. You're a loser or something. Sie sagen dann, du bist ja ein Verlierer oder irgend sowas. So don't be a skirt chaser. Sei kein Rockjäger. You exactly translated. Yeah. Is there such a saying in German too? Yes, you can say that. Yes, yeah. You see? This is it disturbs the peace. You're losing the time to find God. Das stört deinen Frieden, denn du verlierst dadurch die Zeit, Gott zu suchen. You belong to Jesus. Du gehörst Jesus. And Jesus belongs to the Father. Und Jesus gehört dem Vater. He's the way to the Father, so you belong to the Father. You are his child. Jesus ist der Weg zum Vater, deswegen gehören wir dem Vater. Wir sind seine Kinder. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all the other things that you must put in will be added to you. Suche zuerst das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit, und dann werden all die anderen Dinge, die du putzen kannst, dir hinzugefügt. He will give you more than you need. Und er wird dir mehr zu putzen geben, als du brauchen kannst. Because he's delighted in this. Denn das gefällt ihm. But at the end he will tell you, rust eats it and moth eats it. Aber am Ende wird er dir sagen, das wird vom Rost aufgefressen und von den Motten. This is not your treasure. Das ist nicht dein Schatz. But your heart is attached to this physical thing so much that you cannot go any further than that.
Aber wenn dein Herz so sehr an den irdischen Dingen hängt, dann kannst du nicht weitergehen als diese irdischen Dinge. God's kingdom never passes away. His truth never passes away. His peace never passes away. Gottes Königreich wird nie sterben. Seine Wahrheit wird nie vergehen und sein Frieden wird auch nie vergehen. The sentence that Jesus says, and the gates of hell will not prevail against my church. Und es gibt diesen Satz, den irgendjemand gesagt hat, die Tore der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden. Jesus said that. Jesus hat das gesagt. Yeah. And when you look in the Greek language, there's no hell. Aber wenn du den griechischen Urtext nimmst, da findest du keine Hölle. Hades. Da steht Hades. That's a place of dead. Und das heißt Totenreich. So in poetic way he says, my church will never die. Er hat also poetisch gesagt, meine Gemeinde wird nie sterben. But we have the gates of hell will not prevail against my church. Aber wir haben daraus die Tore der Hölle gemacht, die gegen die Gemeinde kämpfen. Yeah. Well, it's your choice. Es ist deine Entscheidung. His church is eternal. Seine Gemeinde ist ewig. Just as his truth and his word is eternal. So wie seine Worte und seine Wahrheit ewig sind. But that which you putzen will perish. Aber das, was du putzen kannst, wird irgendwann alle sein. Just like the man that every evening opens from his secret compartments his golden coins and under the lupe inspects it all the time. Das ist so wie dieser Mann, der aus dem Geheimfach im Schreibtisch jeden Abend seine goldene Münzsammlung herausholt und jede einzelne unter der Lupe untersucht. I know such people. Ich kenne solche Menschen. Almost every day it's a hobby, it's a ritual. Das ist ihr Hobby, ein Ritual. And they look at the stock market and say, oh, the gold prices are going up. Okay, let's go through the loop. Sie schauen den Aktienmarkt an und sagen, oh, der Goldpreis wird höher. Ich will mir meine Münzen noch ein wenig genauer anschauen. Oh, this is the Swiss made gold. Das ist Schweizer Gold. Oh, every day. Jeden Tag. And then he dies. Und wenn er gestorben ist, the gold is there. Dann ist das Gold immer noch he's da. Not there. Aber er ist nicht mehr da. Attachments. Das sind Abhängigkeiten. You see, wisdom rules above it. Aber die Weisheit regiert darüber. So, four. Der vierte Schlüssel. You have to hold on to the standard of being the light of this world. Du musst an dem Maßstab festhalten, dass du das Licht der Welt bist. Jesus says, "You are the light of the world." Jesus sagt, du bist das Licht der Welt. And no one takes the light and puts it under a table or under a couch. Und niemand wird ein Licht nehmen und wird es unter einen Tisch oder unter eine Couch stellen. You cannot say, "Oh, Jesus, schade, that ich bin der Licht des Welt." Man kann nicht sagen, ach, schade, Jesus, aber ich bin das Licht der Welt. Jesus says, "You have to put the light on a menorah, on a candlestick." Jesus sagt, das Licht stellt man auf einen Kerzenständer, auf eine Menorah. He says, you are the city on the hill. Jesus sagt, du bist die Stadt auf dem Berg. Ach, schade. Me? Ich? You? Du? It's better for you to not hear this message. It's better for you to never come to Jesus. But if you do, then suddenly you will hear such words. Vielleicht wäre es besser, wenn du nie zu Jesus gekommen wärst, wenn du nie solche Worte gehört hättest. Aber wenn du zu Jesus kommst, dann wirst du irgendwann solche Worte hören. It's your decision. Das ist deine Entscheidung. Do you want to be the city on the hill? Wollt ihr eine Stadt auf dem Berg sein? Do you want to be the light on the candlestick? Und das Licht auf dem Kerzenständer? Protect it. Beschütze das. Remember, you're not low, you're high. Und denkt dran, ihr seid nicht niedrig unten, sondern ihr seid hoch. You are a peacemaker like the light upon the hill and upon the candlestick. Ihr seid ein Friedensstifter und das ist wie das Licht auf dem Berg oder das Licht auf dem Kerzenständer. You're not being influenced, you are the influence. You influence others. Nicht du wirst beeinflusst werden, sondern du wirst andere beeinflussen. So don't give up that standard. Don't be afraid. Hab keine Angst, diesen Standard zu halten und gib ihn nicht auf. That's glorious. Das ist herrlich. The moment you keep that, you become glorious, exalted. In dem Augenblick, wenn du dich daran festhältst, dann wirst du verherrlicht werden. We said also, don't be afraid of more knowledge. Und dann haben wir gesagt, hab keine Angst davor, mehr zu wissen.
Number five. There is a pagan fear. Es gibt eine heidnische Angst. It's pagan. Und die ist wirklich heidnisch. To not know more about God and about His Word. Und die Angst ist, nicht mehr wissen zu wollen von Gott und von seinem Wort. Because you may be afraid that I will forget, I'll not remember. Denn die Angst ist, dass man vielleicht etwas vergessen könnte oder sich nicht mehr daran erinnern könnte. I'm not able to handle it. Oder vielleicht nicht in der Lage ist, damit umzugehen. I'm slow learner. Langsam lernt nur. You know, dyslexic. Dyslexia. Those people who are not able to learn. Wer Schwierigkeiten hat zu lernen, that's dyslexia. Dyslexia is Latin word. Dyslexia. Lexia. I don't speak Latin. wer weiß, was das heißt, diese Lernschwäche oder sowas? No, again, it's a Latin word. Dyslexia. Lexia means knowledge. Not able to grasp the knowledge. Ja, in Deutsch Lernschwäche. Yes, but say dyslexia. Because it's a Latin word, just like in pharmacy. Okay, dann Dyslexia. Dyslexia. It's an international word. This is medical term. Okay. Okay, medical term. My mother knew Latin. So, don't be afraid to acquire more knowledge. Hab keine Angst davor, mehr Wissen zu erhalten. Find fun in acquiring knowledge. Hab Freude daran, mehr Wissen zu erlangen. Because our mind is not like physical computer. Unser Verstand ist nämlich nicht wie ein physischer Computer. The more you put in, je mehr du in einen Computer hineinspeicherst, then the memory begins to shrink. Umso weniger Speicherplatz bleibt übrig. Until you fill up the hard drive and there's no more memory to put anything in. Bis die Festplatte irgendwann voll ist und dann gibt es keinen Speicherplatz, wo noch etwas gespeichert werden kann. Then you have to buy yourself another hard drive. Dann muss man eine neue Festplatte kaufen, eine größere. Yeah. And all that you have has to go in there. Und alles, was du schon hast, muss dann darauf gespeichert werden. It's hard work. Und das ist viel Arbeit. And if you think that your brain is like the Festplatte, you see? Festplatte. Wenn du denkst, dass dein Gehirn wie eine Festplatte ist. No. The more you put in, the more space you have. Dann liegst du falsch, denn je mehr du in ein Gehirn hineinspeicherst, umso mehr Speicherplatz entsteht. People who educate their mind are faster, quicker. Menschen, die ihr Gedächtnis trainieren, sind schneller and absorb more knowledge faster. Und können mehr Wissen schneller aufnehmen. But just acquiring knowledge is not enough. There has to be a practice of that knowledge. Aber dieses Wissen zu erlangen reicht nicht, man muss damit auch umgehen. Like my mother, I said, from her 80 to the 85th year, she was acquiring so much knowledge, memorizing so much, that her mind started to work very fast. So wie ich von meiner Mutter erzählt habe, als sie 80 war und so lange bis sie 85 war, hat sie so viel Wissen aufgenommen, dass ihr Gehirn immer schneller funktioniert hat. There is no end to your brain. Unser Gehirn hat kein Ende. And if you don't, you can have Alzheimer's, dementia, and you're going to lose what you have. Exactly what Jesus said in the Gospel of Luke. Aber he who has shall have, and he who does not, even that which he has shall lose. Wenn du aber dein Gehirn nicht trainierst, dann wirst du selbst das, was du hast, durch Alzheimer oder solche Krankheiten verlieren. Genauso wie Jesus gesagt hat, der hat, der wird mehr haben, und der nichts hat, der wird auch noch das verlieren, was denkt, was hat. It's a scientific proof now. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Those who have dementia, which is like a half Demenz, ja. Ja, dementia, and Alzheimer's. Wer Demenz und Alzheimer hat, oder? They said, constantly training the brain, keeping the sickness away. The scientific proof, it works. Es gibt einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Demenz und Alzheimer dadurch reduziert werden können, dass die Menschen, die das haben, ihr Gehirn ständig trainieren und damit arbeiten. Das verlangsamt die Krankheit so weit, dass man es gar nicht mehr merken kann. It is the neurons, connecting the neurons in your brain. Denn die Krankheit ist ja die, dass die Synapsen, die Verbindungen zwischen den Gehirnzellen aufweichen, aufgelöst werden. Und wenn man diese Verbindung immer wieder benutzt und trainiert, dann bleiben die. Don't look forward to your retirement. You will never retire. Schaut nicht vorwärts auf eure Rente, denn ihr werdet keine Rente haben. The moment you retire and go to Florida and you chase the golf ball all day long. Wenn du irgendwann Rente bekommst und nach Florida ziehst, um dort den ganzen Tag Golf zu spielen,
Then you lose your brain. Dann wirst du dein Gedächtnis you verlieren. Dream about this ball. Dann träumst du nur noch von diesem kleinen You're Ball. Obsessed like a little dog that sees the ball. Ha, ball, ball, ball. Dann wirst du wie so ein kleiner Hund, der immer noch den Ball, Ball, Ball. I had a dog like this. Ich hatte so einen Hund. There's ball. Oh! He was excited. Und wenn man ihm einen Ball irgendwo hingeworfen hat, dann ist er hinterhergerannt. That's what happens to a lot of people who retire and wait for death. Das ist passiert mit vielen Menschen, die in Rente gehen und dann auf ihren Tod warten. Chasing ball until they die. Sie spielen Ball, bis sie sterben. What a waste of life! Was für eine Lebensverschwendung. Enoch walked with God, walked with God. He did not play golf with God. Enoch ist mit Gott gegangen. Er ist immer mit ihm gegangen und er hat nicht mit ihm Golf gespielt. Holy education. Das war eine heilige Unterweisung. The more you know, je mehr du weißt, the more peace you have. Umso mehr Frieden hast the du. The less you know, je weniger du weißt, the more fear you have. Umso mehr Furcht hast du. Makes sense to you? Remember this. Denkt immer daran. You will have to listen to the CDs over and over again, and they will apply to different circumstances in your life. Ihr müsst diese CDs dann immer wieder anhören, und sie werden in verschiedenen Lebensumständen euch immer etwas zu sagen haben. Number six is very important. The exalted knowledge of peace is this. Die Nummer 6 ist ganz wichtig, das erhabene Wissen des Friedens ist das. In order to be gracious, you must be higher. Um gnädig sein zu können, musst du weiter oben stehen. You cannot be gracious by being lower. Du kannst nicht gnädig sein, wenn du unten stehst. When you are lower, you need grace, but when you are higher, you give grace. Wenn du weiter unten bist, dann brauchst du Gnade. Wenn du aber oben stehst, dann kannst du Gnade geben. The Hebrew word for it is Hanan. Das hebräische Wort dafür heißt Hanan. And David says in Psalm 51, "Be gracious to me, O God, be gracious to me because you're the most high." Und in Psalm 51 sagte David zu Gott, sei mir gnädig, denn du bist der Allerhöchste. So one has to be higher and then he is gracious. Wenn jemand also weiter oben ist, dann ist er gnädig. No, it's okay. It's a demonstration. So if somebody would like to operate video, and we would need to record it because I can show you many other things which have to be on the video. Wenn irgendjemand in der Lage wäre, ein Video hiervon aufzunehmen, dann könnten wir noch viele andere Dinge sehen, die man aber anschauen muss. For example, if you start wrong, wenn du falsch anfängst, and then you think you're right. Und denkst, dass du richtig liegst. And you keep on working and working, going to church, singing, praising. That's what you heard. Immer weiter arbeitest, in die Gemeinde gehst, singst und betest. I'm all right. Ich bin richtig. Whoops. Then you have to unbutton it. Wenn du dann, um das mal für die CD für später zu demonstrieren, wenn du also anfängst, dein Hemd falsch zuzuknöpfen und denkst, du liegst richtig und du knöpfst und knöpfst, immer mit dem Bewusstsein, richtig zu liegen, am Ende merkst du dann, oh, da ist ein Knopf oder ein Loch übrig. Dann fängst du an, alles wieder aufzuknöpfen. If you are willing. Nochmal anfangen. Aber you can be stubborn, having everything like this. They say, no, I'm right, you're wrong. Aber das passiert nur dann, oder das machst du nur dann, wenn I'm right. du willig bist, dich auch wieder aufzuknöpfen. Ansonsten. Don't try to change my mind. Ansonsten, wenn du stur bist, dann wirst du sagen, ich bin richtig. And I'm still buttoning. Und knöpfst immer noch. Oh. You could try to have this here. The devil did it. Das hat der Teufel gemacht. Where is the devil? Wo ist er? Let's get him. Wir wollen ihn mal suchen. And then you seek the devil, not seek peace. Und dann suchst du den Teufel, aber nicht Frieden. You pursue the devil, not peace. Du jagst dem Teufel nach und nicht dem Frieden. Seek peace and pursue it. Aber es heißt, such den Frieden und jage ihm nach. This, what I do right now, was ich jetzt mache, Schuf. Das bedeutet Schuf, Umkehr, Repentance, Buße. That takes humility. Und das braucht Demut. Lord, I've been wrong. Ja, Herr, ich habe die Knöpfe falsch zugemacht. I did it wrong. Ich habe es falsch gemacht. Show me the way. Zeig mir, wie es richtig geht. Okay, take time. Das braucht eine Zeit und Aufmerksamkeit. Okay.
Is that right, Lord? Yes, yes. Herr, ist das jetzt richtig? The Holy Spirit ja. confirms in my heart, it's right. Ja, jetzt sagt mir der Heilige Geist, es ist richtig. Yes, yes, yes. Oh ja. Yeah. And I have this joy. Und ich habe Freude in mir. And Enoch walked with God and he was no more. He finished his journey. Und Henoch ging mit Gott und er war nicht mehr da. Er hat alle Knöpfe richtig zugemacht. That's how it is. So ist das. You like it? Gefällt euch das? Give him a clap offering. Loosen up a little bit. That's number six. So, the exalted knowledge of that you are lifted when you know more about this wonderful peace and you then bless others. You give them. It's not an investment. Das ist also jetzt die Nummer sechs. Wenn du durch dieses Wissen erhoben bist, dann kannst du von oben andere mit diesem Wissen segnen. Du kannst praktisch etwas auf sie herabfallen lassen. So das ist keine Investition, yes. Das ist eine Gabe. Yes. You cannot earn anything from it. Man kann davon nichts zurückbekommen. Look, we live by faith, we live by grace. Wir leben aus Gnade. We don't ask people for money. Wir bitten nicht die Menschen um Geld. We take up an offering because it's usual, you have expenses. But some people often pay for these expenses from their own pocket. Wir sammeln ein Opfer ein, weil das üblich ist und wir haben ja auch Ausgaben und Kosten, aber manchmal passiert es, dass jemand einfach etwas bezahlt. And that's wonderful because they are gracious. Und das ist wunderbar, weil solche Menschen gnädig sind. Filling the need. Füllen die Nöte auf oder aus. My brother was trying to live by this principle. Mein Bruder hat versucht, nach diesem Prinzip zu leben. He says, I can't. Und er sagt, ich schaff's nicht. I don't know how you can do it. Ich weiß nicht, wie du das machst. He has to be in charge. Er muss die Verantwortung übernehmen. I am not in charge. I live like this since I was 12. Aber ich übernehme nicht die Verantwortung für mein Leben und ich lebe so, seit ich 12 bin. I live by grace. Aus Gnade. That doesn't mean that every one of you has to live like this. Und das bedeutet nicht, jeder von euch muss das auch so machen. It's just our life like this. And then when mein Leben ist so. Then I told my wife, I said, listen, I live like this. It's a very insecure style of life. Do you want to put up with it? Und dann habe ich meine Frau gefragt, ich lebe aus Gnade und das ist eine ganz unsichere Lebensart. Willst du da mitmachen? You'll have to leave your job. Du musst deine Arbeit verlassen. Or Arbeitslosigkeit, whatever it is. Oder die Arbeitslosigkeit, je nachdem, was es ist. The dependence on the government. Du musst die Abhängigkeit von der Regierung verlassen. Take the risk. Und das Risiko auf dich nehmen. Will you take the risk? Willst du das Risiko auf dich nehmen? She didn't hesitate, yes. Aber sie zögerte nicht und sagte, klar. She believed in the God that is in me. Sie glaubte an den Gott, der in mir ist. See? And I believe in the God that is in you. Und ich glaube an den Gott, der in euch ist. And you can believe in the God that is in others. Und du kannst an den Gott glauben, der an anderen ist. That's by grace. Living by grace. Das ist Leben aus Gnade. Not that you're suspecting someone. Nicht, dass du irgendetwas jemanden verdächtigst. Going around finding something evil in them. Und versuchst irgendetwas Schlechtes in ihm zu finden. Find God. Finde like, Gott. Like in this wonderful man. There's God inside of him. There's so God wie, in you. So wie dieser wunderbare Mann, in dem ist Gott zu finden. And I gravitate to such people. Und zu solchen Leuten fühle ich mich hingezogen. And live by grace. Die aus Gnade leben, ich lebe that aus Gnade. That has to be exercised. Das muss geübt werden.